Großeinsatz am Jagdhaus Eiden. Die Sauna im Wellnessbereich des Hotels hatte aus bisher noch ungeklärten Gründen am frühen Donnerstagnachmittag Feuer gefangen. Schnell schlugen Flammen aus dem Blockhaus. Die drei Ortswehren Aschhausen, Kaihauser Feld und Bad Zwischenahn bekämpften die Flammen mit Wasser und Schaum über rund 2 Stunden. Sie konnten ein Übergreifen auf den nur wenige Meter entfernten Wellnesstrakt des Hotels verhindern. Personen sind nach Informationen der Polizei nicht zu Schaden gekommen. Die Polizei geht nach ersten Schätzungen von einem Schaden in Höhe von 50.000 Euro aus.